Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Überlebensstrategen, man mag es ja kaum glauben, unsere Veranstaltungsreihe Überlebensstrategien gibt es seit fast 4 Jahren und hat, der Name verpflichtet natürlich, die Pandemie überlebt. Und damit wären wir eigentlich auch fast schon beim Thema, den Viren. Aber keine Sorge, heute mal nicht Corona, sondern zur Abwechslung mal was ganz Neues, aber jetzt auch nicht richtig Erfreuliches, Malaria und Denguefieber. Wer die Reihe noch nicht kennt, oder kennen Sie alle die Reihe Überlebensstrategien? Ich sehe vertraute Gesichter, denen muss ich das nicht erklären, aber ich sehe auch vielleicht ein paar jüngere Gäste, denen ich das vielleicht nochmal erklären sollte. Das, was wir heute vorhaben, ist eigentlich mal als Experiment geplant gewesen, allerdings ein ziemlich erprobtes mittlerweile nach fast 4 Jahren. Wir wollen uns heute mal wieder ein wenig dem nähern, was die da im Neuenheimer Feld alles so treiben. Und wir wollen es, Sie ahnen es, sanft und sachte tun und ein bisschen was zu trinken gibt es ja auch. Oder wie man heute neumodisch sagt, loungisch, lässig, ne? Also auf Kurpfälzisch klingt es noch viel netter, ne? Aber möglichst auch so, dass es jedermann versteht. Es geht ja hier, oder eigentlich auch schon die letzten über 20 Mal, um die Grundlagenforschung in den Lebenswissenschaften. Und von der hatte ich bis zum Start dieser Reihe, um mal der Wahrheit die Ehre zu geben, überhaupt gar keine Ahnung. Meine Ahnung immerhin ist jetzt in den letzten fast 4 Jahren gewachsen. Und so ist es auch bei den Forschern, die sich jeden Monat ab Oktober nun im Karlsruher Bahnhof die Ehre geben werden. Und dieses Mehr an Wissen ist auch der Grund dafür, warum die Überlebensstrategien überhaupt in die Verlängerung gegangen sind. Denn gerade in den letzten Jahren hat sich doch einiges getan. Und auch heute werden wir, wie schon das letzte Mal bei Herrn Augustin, Sie erinnern sich, da geht es um die Blutgefäße, werden wir mit recht bahnbrechenden Neuigkeiten an die Öffentlichkeit, zumindest die breitere in Heidelberg, gehen. Denn es gibt offenbar einen neuen Wirkstoffkandidaten, wie ich gelernt habe, für das Denguefieber. Und einmal davon abgesehen, es gibt generell überhaupt auch in Heidelberg immer mehr Sonderforschungsbereiche, in denen diese Grundlagenforschung betrieben wird. Mittlerweile gibt es an der Uni 17 Stück und an 12 weiteren ist unsere Alma Mater, die Roberto Carola, beteiligt. So, mit neuem Schwung sind wir also jetzt mitten in der dritten Auflage unserer Reihe. Ich habe auch mal nachgezählt. Wir haben heute die 21. Veranstaltung. Die erste war am 8. Februar 2018. Und an jenem 8. Februar, vor fast 4 Jahren, referierte Hans-Georg Gräußlich über Viren. Heute ist Gräußlich, wer die RNZ liest, weiß es sozusagen, der Haus- und Hofinfektiologe der RNZ. Und wöchentlich berichtet er dort über die neuesten Entwicklungen und den neuesten Forschungsstand der Pandemie. Damals, ja, Anfang 2018, lag Corona noch fern. Was heißt, lag nicht fern? Wir hatten damals, zumindest ich, davon noch nichts gehört. Und ich weiß aber noch, wie ich damals Gräußlich zu einem Tatort aus Dortmund befragte, der am Sonntag zuvor gelaufen war. Und da ging es um die unglaublichen Schrecken von Tollwut, über die man sich so herrlich gruseln konnte. Wie gesagt, Corona war damals noch so weit. Heute sind wir also beim Sonderforschungsbereich 1129, der den klangvollen Namen Integrative Analyse der Replikation und Ausbreitung pathogener Erreger trägt. Bisschen sperrig, viele Nominative, viele Substantive ineinander. Aber was ich jetzt ausmachen konnte, es geht also um Krankheitserreger. Richtig? Ja, immerhin. Ein bisschen altgriechisch hilft. Geht um Krankheitserreger und, ja, wie soll ich sagen, auch ihre Wirte am Beispiel von Malaria und Denguefieber. Ja, was bewegt uns heute, ja, über Malaria und Denguefieber angesichts von Corona zu reden? Also erstens, was mir auch neu war, Malaria gab es unter der Bezeichnung Wechselfieber auch in Deutschland. Das war mir durchaus neu. Es gab also damals schon eine Epidemie, eine Malaria-Epidemie. Und zweitens sind beide Krankheiten auch die häufigsten Infektionskrankheiten der Welt. Malaria mit 200 Millionen Erkrankten und Dengue mit immerhin 50 Millionen. Doch bevor Friedrich Frischknecht, Dominik Kiebel und Severianer Klaus loslegen, will ich erst einmal ein bisschen mit Herrn Frischknecht plaudern, um uns so richtig Lust auf dieses freudige Thema Malaria und Denguefieber, immerhin mal nicht Corona, zu machen. Fangen wir doch mal an, Herr Frischknecht. Das ist eigentlich immer meine Standardfrage. Wie erklären Sie Ihren Kindern oder wenigstens einem Lokaljournalisten, was Sie so treiben?
Eigentlich ist es gar nicht sehr schwer, ja, wie Sie nachher in den Filmen, die wir zeigen werden, sehen werden. Wir haben sehr anschauliche Beispiele, wie wir unsere Forschung erklären können. Wir in meinem Labor erforschen, wie die Malaria-Parasiten von der Mücke übertragen werden. Ja, Mücke ist eine Alltagserfahrung und die kann man auf ein Mikroskop legen und kann dann die Erreger im Mikroskop darstellen, wie sie von der Mücke in die Haut zum Beispiel gespritzt werden. Und das kann man dann im Mikroskop zeigen, wie die dann laufen und so weiter. Ja, und die Lieblingsanekdote ist eigentlich, dass mein erster Mitarbeiter, der diese Entdeckung gemacht hat, dass die Parasiten in die Haut gehen und nicht in die Blutgefäße, wie bis dahin angenommen wurde, der hat diese Filme seinem 5-jährigen Sohn gezeigt und er hat sich hingesetzt und hat ein wunderschönes Bild gemalt, ein bisschen postmodern natürlich, ja, mit 5 Jahren, hat aber sehr schön dargestellt, wo die Erreger sind, ja, und wie das Mikroskop aussieht. Und wir haben dann dieses Bild genommen, haben es mal auf eine Titelseite von einer Zeitschrift, einer wissenschaftlichen Zeitschrift gepackt, um ihm so die Ehre zu tun, dass wir also wirklich es schaffen, unsere Forschung auch 5-jährigen Kindern beizuteilen. Sie können mich natürlich jetzt beim Wort nehmen und wenn Sie was nicht verstehen, dann nachher im Vortrag, dann versuche ich es halt nochmal zu erklären. Ja. Aber okay. Die kapieren es relativ gut, ja, und ich werde dann auch eine kleine Geschichte erzählen, dass ich, Sie hören es ja, ich schwäbel ein bisschen, ja, als Schwabe manchmal die Mucken und die Mücken und die Fliegen und so weiter durcheinander bringen. Das ist ein bisschen peinlich und dann machen die sich immer sehr lustig. Und wenn ich jetzt als Kurpfälzer sage, Schnurke? Das ist okay, das haben wir auch, die Schnaken. Ja. Und das sind ja eigentlich die Mücken. Ja. Gut, Sie haben mir mal berichtet, Sie sind eigentlich gar kein Mediziner. Wir haben ja hier immer so gerne Mediziner, sondern Zellbiologe. Was mich interessieren würde, wie kamen Sie denn zu Ihrer wahren Berufung in diesem Sonderforschungsbereich, den Sie heute vorstellen werden? Und mal ganz im Vertrauen, weil uns ja auch garantiert keiner zuhört, wie leicht oder wie schwer lässt es sich eigentlich mit diesen Medizinern zusammenarbeiten? Ja gut, es gibt die Gerüchte, dass die Biologen sich immer schwer tun, wenn sie mit Medizinern zusammenarbeiten müssen. Das ist in meinem Fall jetzt relativ einfach, weil ich ja der Laborleiter bin und die meisten Interaktionen mit den Medizinern sind tatsächlich mit Medizinstudierenden, die bei mir im Labor ihre medizinische Doktorarbeit machen. Das heißt, ich bin deren Chef und dann ist das irgendwie ein bisschen einfacher. Ja. Die sind also praktisch noch ganz unverbildet. Die sind noch, genau, und die kann man noch ein bisschen formen. Ja. Sind alles wunderbare Leute, ja, und hochmotiviert. Das macht eigentlich immer eine große Freude. Wie ist man da reingerutscht? Wie bin ich reingerutscht? So ein bisschen wie der Herr August die letzte Woche oder letzten Monat erzählt hat. Es war nicht geradlinig. Ja. Ich habe mich ursprünglich für Biophysik interessiert, habe dann an Nervenzellen gearbeitet im frühen Gehirn, in der Entwicklung und da einzelne Kanäle vermessen, ja, mit biophysikalischen Methoden. Und habe dann in der Zellbiologie promoviert und das war ein Thema mit Viren und Zellen und über dieses Thema bin ich dann so ein bisschen in die Pathogene abgegleitet, ja, und habe mich dann breit umgeschaut, ja, was gibt es denn für Arbeiten und habe mich die Malaria am meisten fasziniert, dann da weiterzumachen. Sehr schön formuliert, abgegleitet, das klingt so kurz vor der Gosse, da wartet die Malaria. Mal ganz ehrlich, uns beschäftigt ja seit fast 2 Jahren, ein Dreivierteljahre Corona. Wer redet denn heute eigentlich noch von Malaria? Nee, natürlich alle Malaria-Forscher und auch die Leute, die versuchen, die Malaria einzudämmen. Ja, die werden jetzt halt vielleicht aufgrund des Mehrgeredes über Corona nicht mehr ganz so gehört. Ja. Aber wir machen natürlich alle weiter mit den Arbeiten und versuchen auch die Leute, denen das wichtig ist, den großen Geldgebern klarzumachen, dass man mit diesem Problem noch lange nicht fertig ist. Man hat mehrfach in der Geschichte geglaubt, dass man Malaria besiegt hat. Es gibt auch wunderschöne Bücher, die sagen, also Kollegen vor 80 Jahren, die geschrieben haben, ihnen tun jetzt eigentlich die jungen Kollegen leid, weil die haben ja nichts mehr zu tun, weil die Malaria wird ja in 10 Jahren ausgerottet. Ja, und das war eine ganz grobe Fehleinschätzung. Ja. Ich wollte gerade sagen, Prophezeiungen sind ja immer schwer, wenn sie die Zukunft betreffen, wie genau. Dieses Bormo sagt. Jetzt, auch weil uns keiner zuhört, weil garantiert nichts nach außen dringt und wir auch überhaupt gar nicht aufgezeichnet werden. Machen Sie doch mal so eine Prognose. Wann werden wir Malaria besiegt haben? Okay, wenn keiner zuhört, würde ich sagen, mal irgendwo zwischen 50 und 100 Jahren wird die uns noch begleiten, würde ich mal. Würde ich sagen, wir treffen uns in 100 Jahren wieder, machen die Probe auf Exempel, nehmen einen Schluck aufs Haus und gucken, wie es dann aussieht. Jetzt würde ich sagen, without further ado, Sie ans Werk und dann bin ich tatsächlich auch auf die bahnbrechenden Neuigkeiten, die uns, glaube ich, Herr Kimmel servieren wird, sehr gespannt. Nee, Sie schütteln mit dem Kopf. Ja doch, enttäuschen Sie jetzt unsere Erwartungen nicht. Also bitte sehr.
Ja, Herr Hornle, vielen Dank für die nette Einleitung. Ja. Sie haben es ja gemeint, wir sollen es etwas gemütlich machen. Jetzt sehen Sie hier drei Worte, ja, Mücken, Malaria, Viren. Keines von denen hat den Anschein, irgendwie gemütlich zu sein. Manche haben genau das gegenteilige Gefühl, ja, das sie auswirken. Ja, mich freut es besonders, mit zwei sehr talentierten Nachwuchswissenschaftlern heute Ihnen das Thema ein bisschen näher bringen zu können. Sie haben es schon gehört, Dominik Kimmel und die Severina Klaus, die nachher über Viren und Malaria reden werden. Ich werde Ihnen so ein bisschen den Sonderforschungsbereich schmackhaft machen, Ihnen erzählen, was wir da so treiben im Neuenheimer Feld und dann so ein klein bisschen was über die Mücken erzählen. Sie sehen, das ist eine ganz bunte Gruppe. Es war ein Gruppenfoto vor Corona, als wir uns noch alle treffen konnten und miteinander reden konnten, ganz unverzwungen. Und eine der Besonderheiten unseres Sonderforschungsbereiches ist, dass sehr viele von diesen Gruppen in einem wunderschönen, funktionalen Forschungsgebäude am Botanischen Garten arbeiten, das wir seit 3 Jahren bezogen haben. Da fehlt leider nur noch das Tor in den Botanischen Garten rein, da müssen wir so ein bisschen um die Ecke laufen. Und dieses Forschungsinstitut nennt sich das Zentrum für integrative Infektionsforschung. Ja, Sie sehen schon, da gibt es eine kleine Überlappung mit dem Titel, mit dem ersten Wort des Titels. Es sind nicht alle Forschergruppen dort untergebracht, sondern wir haben natürlich auch Kollegen in anderen Forschungsinstituten der Universität. Hier sind nur die Abkürzungen dieser Forschungsinstitute gezeigt. Und natürlich auch an unsere außenuniversitären Partnerinstitute in Heidelberg wie dem Max-Planck-Institut, dem DKFZ und dem EMBL. Das ist eine große Gruppe, die ist dynamisch. Es kommen immer mal wieder neue Leute dazu, es gehen mal Leute ab. Ja, also wir haben jetzt auch Kollegen, die am Max-Planck-Institut in München und in Frankfurt sitzen und da weiter mit uns innerhalb des Forscherverbundes kollaborieren werden. Es geht sogar Anfang des Jahres einer nach Florida und wird uns weiterhin verbunden bleiben. Ich möchte Ihnen jetzt diesen etwas sperrigen Titel so ein bisschen in kleine Stücke beibringen, was wir damit meinen. Ja. Und wir fangen einfach an mit diesem etwas komischen Wort des Integrativen, also der integrativen Analyse und das integrative Zentrum der Infektionsforschung. Sie sehen hier zwei Abkürzungen, das ITP und das IWR, die haben auch ein I vorne, das steht aber für Institut und nicht für integrativ. Ja. Und zwar einmal für das Institut für theoretische Physik und einmal für das Institut für wissenschaftliches Rechnen. Ja. Das heißt, was wir versuchen, ist, zusammen mit Mathematikern und Physikern zusammenarbeiten, um biologische Prozesse zu verstehen. Und dieses Vorgehen nennen wir integrativ. Also wir beschränken uns nicht nur als Biologen oder Mediziner auf die biomedizinische Erforschung mit biologischen Methoden, sondern wir versuchen aktiv, Methoden aus der Mathematik und der Physik einzubinden und auch aus der Materialwissenschaft. Das erlaubt es uns, dann gewisse Infektionsprozesse zum Beispiel zu modellieren, mit den Physikern zusammen Kräfte zu bestimmen, welche Kraft braucht ein Malariaerreger, um sich irgendwo reinzubohren oder ein Virus, um eine Zelle zu infizieren. Und mit den Materialwissenschaftlern können wir zum Beispiel komplexe Situationen gestalten. Ja, ganz banal gesprochen machen die meisten Wissenschaftler Zellen aus unseren Körpern in eine kleine Petrischale und infizieren die dann mit Viren oder mit Bakterien oder Parasiten. Die Zellen kleben dann an dieser Petrischale. Die Petrischale ist aus Plastik. Jetzt abgesehen von ein paar Mikroplastikpartikeln in unserem Körper sehen aber unsere Zellen eigentlich nie Plastik. Und die verhalten sich natürlich auf Plastik anders wie in einer natürlichen Umgebung. Und mit diesen Materialwissenschaftlern versuchen wir, diese natürliche Umgebung nachzubauen. Und ein Beispiel zum Beispiel, was man machen kann, ist, man kann diese Mikrofluidik benutzen. Das heißt, man baut ganz kleine Kanäle, die dann zum Beispiel Blutgefäße simulieren können. Und dann kann man sich anschauen, wie Blutzellen, die infiziert sind von Malariaerregern zum Beispiel oder auch nicht, sich in diesem Fluss verhalten und kann dann tausende von Zellen innerhalb von wenigen Sekunden bestimmen und damit sehr viele Daten sammeln. Die Daten gibt man dann wieder den Physikern, die bauen da Modelle und können dann oft auch in ihren Computern Experimente machen, die wir im Labor gar nicht machen können. Und können dann Voraussagen machen aus diesen virtuellen oder in Silico-Experimenten, die wir dann wiederum im Labor testen können. Es gab mehrere Beispiele in unserer SFB, wo das einen sehr fruchtvollen Austausch ergeben hat. Und um das alles machen zu können, brauchen wir moderne Mikroskopie. Und das ist im Prinzip das Herzstück von unserem Institut, ist eine sehr große Plattform für Mikroskopie. Und das Besondere an dieser Plattform sind, dass ungefähr 20 unterschiedliche Forschungsmikroskope untergebracht sind unter erhöhten Sicherheitsbedingungen. Das heißt, wir haben die Sicherheitsstufe 2, da dürfen wir Durchfallerreger zum Beispiel, Shigellen, Salmonellen untersuchen oder auch Malariaerreger, bestimmte Stadien.
Und wir haben auch Instrumente, die in der Sicherheitsstufe 3 sind. Dort dürfen wir mit lähmenden AIDS-Viren arbeiten. Ja, dort dürfen wir mit lähmenden SARS-Coronaviren arbeiten oder auch mit Mücken, die mit menschlich infizierenden Malaria-Erregern infiziert sind. Und wir sind sehr stolz auf diese Plattform, weil es wahrscheinlich einer der größten Plattformen dieser Art auf der Welt darstellt. In jedem dieser Räume befindet sich ein Mikroskop. Und ich habe mal hier so ein Foto mitgebracht von einem solchen Mikroskop, das wir neulich angeschafft haben. Sehen Sie, das ist ein bisschen kompliziert. Und oft sehen Sie einfach einen Kasten. Und in diesem Kasten ist eigentlich diese Hochtechnologie drin, die es uns erlaubt, etwas tiefer in die Zellen zu schauen, etwas höher aufgelöst diese Zellen anzuschauen oder ganz, ganz viele Bilder pro Sekunde zu machen, um diese Prozesse dann auch verfolgen zu können. Und dieses Gerät hier hat so um die 500.000 Euro gekostet. Ja, und davon haben wir ungefähr, wie gesagt, 20 rumstehen. Jetzt können Sie sich dann nicht wie bei so einem Schulmikroskop einfach hinsetzen und durchgucken, sondern Sie brauchen, wie Sie hier links sehen, eine gewisse Einführung, die die Kollegen, die diese Mikroskopie-Plattform betreuen, unseren Nachwuchswissenschaftlern dann auch geben. Ja, also die trainieren oft in mehreren Stunden, um das dann bedienen zu können, dieses Mikroskop. Ja, ich habe im Vergleich hier das Steuerpult des Space Shuttles mit reingebaut. Es ist nicht ganz so kompliziert. Also wir brauchen keine Astronauten, um diese Mikroskope zu bedienen. Wenn man das dann aber richtig gelernt hat und dann richtig gut machen kann, dann kriegt man dann schöne biologische Daten raus. Ich habe die hier zwei der Ästhetik halber ausgewählt, nicht unbedingt des wissenschaftlichen Durchbruchs wegen. Und da sehen Sie hier links einen sich bewegenden Malaria-Parasit. Und während er sich bewegt, sehen Sie, dass der eine Art Schleimspur hinterlässt, wie eine Schnecke. Nur bewegt er sich wahnsinnig schnell. Der bewegt sich ungefähr 10-mal schneller wie die Fresszellen, die ihn eigentlich hinterherjagen sollen und ihn auffressen sollen. Das Besondere, was Sie hier sehen, ist dieses Protein, das hier leuchtet. Aus diesem Protein wurde der soeben von der WHO empfohlene Malaria-Impfstoff gebastelt. 40 Jahre Entwicklung und der leider nur einen sehr moderaten Effekt hat. Also 30% Schutz für 2 Jahre, das ist sehr wenig. Ja. Und wir verstehen jetzt zum Beispiel nicht, was diese Schleimspur soll und was dieses Protein eigentlich genau so macht. Ja. Also das zeigt Ihnen einfach nur, wie wenig wir eigentlich wissen. Das ist ein Beispiel für die Ausbreitung, die wir untersuchen. Der Parasit braucht diese Bewegung, um uns infizieren zu können. Ohne diese Bewegung ist der Parasit tot. Ja, und das wollen wir versuchen zu verstehen. Wie schafft er das so schnell, sich fortzubewegen? Und warum läuft er im Kreis? Ja. Auf dem anderen Bild sehen Sie, wie sich die Parasiten innerhalb von einer roten Blutzelle vermehren. Und das sehen Sie so eine strahlenförmige Struktur. Das sind kleine Bausteine des sogenannten Zellskeletts, die sehr dynamisch sind, ja, also nicht so wie unsere Knochen, sondern die wachsen und verkürzen sich sehr schnell. Und die sind wichtig, damit die Erbsubstanz, die verdoppelt wurde im Erreger bei der Vermehrung, dass die auseinandergezogen wird. Und das kann man dann mit Elektronenmikroskopen kann man das sehr genau untersuchen, kann dann in drei Dimensionen Bilder zusammenbasteln und wie gesagt, kann dann da reinzoomen und sich anschauen, wie verhält sich denn so ein Parasit und dann ein vielleicht genetisch manipulierter Parasit, wo man ein ganz bestimmtes Gen ausgeschalten hat, um zu untersuchen, was für eine Auswirkung das hat auf die Replikation, also auf die Vermehrung der Parasiten. Das dritte in diesem Titel sind die pathogenen Erreger und da hat der Altgrieche schon richtig geraten, dass es sich hier um Infektionskrankheiten geht, also um Agenten, die Infektionskrankheiten auslösen. Als Biologen unterscheiden wir da 5 Klassen. Die kleinsten sind die sogenannten Prionen, das sind einzelne Eiweißsubstanzen, Proteine, die in 2 unterschiedlichen Formen vorkommen können, also einer guten Form und einer schlechten Form, die sich einfach so ein ganz klein bisschen unterscheiden. Ja, und diese Unterscheidung kann dann der Unterschied machen zwischen einem gesunden Menschen und einem Menschen, der an Kourou stirbt. Ja, Kourou, müssen Sie jetzt keine Angst haben, das gab es einfach nur mal im Hochland von Papua-Neuguinea bei einem Stamm, der seine verstorbenen Mitglieder verspeist hat. Und vor allem haben es die Frauen und Kinder, die verspeist. Ja, das war eine Ehrerbietung auch an die Verstorbenen. Und die sind dann an dieser Krankheit gestorben. Ja, und den Rinderwahnsinn, das wissen Sie die einen oder anderen noch, damals kam man auf diese glorreiche Idee, dass man Schafe schreddert und dann den Rinder verfüttert. Ja, und dann wurde dieses Agens auch an die Rinder übergeleitet und hat dann diesen Rinderwahnsinn ausgelöst. Und bei den Menschen dann die Creutzfeldt-Jakobs-Krankheit. Viren haben Sie alle schon
gehört, da gibt es hunderte verschiedener Viren. Ja. Sie sind hoffentlich alle gegen die Masern geimpft, die Pocken sind ausgerottet. Die einzige human infizierende Krankheit, die ausgerottet wurde. Ja. Polio ist fast am Aussterben. Bakterien gibt es ganz viele verschiedene, Pilze gibt es ganz viele verschiedene, Parasiten haben wir sehr unterschiedliche, vor allem auch sehr unterschiedliche Klassen. Also zum Beispiel die Plasmodien sind die Erreger der Malaria, die Trypanosomen sind die Erreger der Schlafkrankheit. Das sind einzellige Parasiten. Das ist eine einzige Zelle, die ganz komische Dinge macht. Ja, und die Zelle, die Malaria auslöst, ist komplett anders wie die Zelle, die diese Schlafkrankheit auslöst. Ja. Und dann haben wir aber auch Würmer, die meterlang in unseren Darmen leben könnten, ja, und das natürlich auch hier vor nicht allzu langer Zeit noch gemacht haben. Wir haben Zecken, die gibt es hier noch en masse, und natürlich Mücken. Ja. Und Sie sehen, da sind immer hinten so ein paar Punkte dran, weil es natürlich viel, viel mehr gibt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass keine Universität der Welt, ja, kein Forschungsinstitut dieser Welt all das bearbeiten kann. Es wäre sehr schön, ja, wenn die Bundesregierung jetzt in ihrer Weisheit sagen würde, ja, jetzt haben wir gelernt, dass wir eigentlich mehr Gelder in die Infektionsforschung stecken sollen. Hier hat man mal 500 Millionen und macht mal ein großes Institut. Ja, dann könnten wir da ein paar mehr untersuchen, aber natürlich nicht alle. Ja. Und wir haben uns in unserem Sonderforschungsbereich auf die Erreger beschränkt, auf denen wir eine sehr gute oder sogar weltführende Kompetenz haben. Zum Beispiel die Hepatitis-Viren, ja, da haben wir die weltführenden Forschungslabore hier mit dem Ralf Bartenschlager und mit dem Stefan Urban, die ganz entscheidende Beiträge geleistet haben, um zum Beispiel Hepatitis C und Hepatitis D und vorher schon mit dem Heinz Schaller Hepatitis B in den Griff zu kriegen. Und dann haben wir natürlich auch sehr gute Forscher, die an HIV arbeiten und seit ungefähr 2 Jahren auch sehr gute Forscher, die an Corona arbeiten, weil die Virologen natürlich sich da drauf gestürzt haben und gesagt haben, da müssen wir jetzt was machen. Ja, wir haben ja die Kompetenz, wir haben die Mikroskopie, ja, wir haben die Technologie und haben sich dann auch zusammengesetzt mit Kollegen aus anderen Instituten, auch außerhalb des Forschungsbereichs, haben da neue Tests entwickelt, haben neue wirklich fundamentale Einsichten in die Biologie dieses Coronavirus errungen. Ja. Und dann haben wir eine kleine Gruppe von Parasitologen, die sich alle mit Malaria beschäftigen. Also mit den Plasmodien. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir eine Kollegin neu rekrutiert haben aus Liverpool, die auch eine Expertin bei den Mücken ist. Ja. Jetzt bin ich also nach 10 Minuten der Einleitung, was eigentlich meine Gesamtredezeit war, bei dem Thema angekommen. Also ich hoffe, Sie geben mir jetzt noch mal 10 Minuten, ganz frech. Ja. Das können jetzt nicht weglaufen, ne, um über die Mücken zu reden. Ja. Das ist, was man so kennt. Ja. Mücke sitzt auf ihrer Haut und sticht. Das ist sehr unangenehm und es wird noch viel unangenehmer, wenn ich den Film abspiele. Die Mücke und die 2 Mücken, die man im Hintergrund so ein bisschen außer Fokus sieht, die ziehen Blut aus meinem Arm. Und Sie sehen, die machen was ganz Merkwürdiges. Ja. Die, während sie dieses Blut aufsaugen, sondern sie schon hinten eine Flüssigkeit ab. Und die Flüssigkeit ist viel heller wie das Blut, das sie haben. Das heißt, die Mücken während dem Saugen konzentrieren die Blutzellen, die sie ja eigentlich wollen, ja, von denen sie sich ernähren, konzentrieren die schon auf und die überschüssige Flüssigkeit geben sie ab. Ja, da gibt es dann manche Kollegen, die sagen, das kühlt auch noch die Mücke. Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das so ist. Und jetzt kommt das, was ich vorher angemerkt habe. Ja, es gibt ja die Fliegen und die Mücken. Ja, und im Fränkischen, im Schwäbischen und sicher in ein paar anderen Dialekten heißen die Mücken Schnaken oder so ähnlich. Ja, und die Fliegen Mugger. Ja, oder und was ganz Kleines ist dann ein Muggesäckele. Und meine Kinder, die machen sich halt immer lustig, wenn ich mich da selber verwirre, wenn ich ein bisschen müde bin abends, ja, und dann von Mücken rede, aber eigentlich Fliegen meine, ja, weil ich ja eigentlich Mucken sagen möchte, ja, und mit denen aber halt so halbwegs Hochdeutsch versucht zu reden. Ist aber an sich egal, ja, weil die gehören beide zu den Dipteras, den Zweiflüglern. Ja, und davon gibt es ungefähr 200 Familien, ja, insgesamt über 150.000 Arten. Ja, also diese Mücke, die wir immer so haben, das gibt es eigentlich gar nicht, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene davon. Das heißt, also keine Angst, ich kenne die nicht alle. Ja, ich könnte jetzt nicht 4 Wochen lang nonstop über diese 150.000 verschiedene Arten reden. Aber es lohnt sich vielleicht, so ein paar Familien mal rauszuholen. Ja. Und die eine, die ich kurz vorstellen wollte, sind diese Schwarmmücken oder auch Tanz- oder Zugmücken genannt. Das sind die, worum die Schwalben bei gutem Wetter oben und bei schlechtem Wetter unten fliegen, weil die Mücken sich nach dem Druck des anstehenden Hoch- oder Tiefdruckgebietes orientieren und entweder oben oder unten fliegen und die Schwalben denen nachstellen. Und das erlaubt uns, so eine gewisse Wettervorhersage zu machen. Ne?
5000 Arten. Es gibt auch eine davon, die zum Beispiel Kakao bestäubt. Der wird auch von Ameisen bestäubt und anderem, aber es gibt eine Mücke, die wichtig ist, damit wir Schokolade essen können. Dann gibt es sogenannte Trauermücken. Die sind schwarz, klein. Und das Besondere da ist, dass die Larven dieser Trauermücken ganz große Schwärme bilden können, die dann so als Kollektiv über den Waldboden sich wabern können. Und das wurde im Mittelalter als ganz schlechtes Omen betrachtet, wenn sowas passiert ist. Und dann meine ganz besonderen Feinde sind die Pilzmücken. Als ich vor ein paar Jahren am Oberen Philosophenweg joggen ging, habe ich diesen wunderschönen Steinpilz gefunden. 1 Kilo hat er gewogen, fast, also so 800 Gramm. Und er war hart. Das war völlig klar, dass es ein gesunder Steinpilz ist. Dann bin ich dann nach Hause gelaufen, ganz stolz nach Anschussheim raus und habe den dann allen gezeigt, habe dieses Foto gemacht, dann habe ich ihn aufgeschnitten und er war voll von Maden. Und diese Maden sind Pilzmücken. Also diejenigen unter Ihnen, die schon Pilze, die so ein bisschen vermadet waren, gegessen haben, sie haben schon mal Mücken gegessen. Oder Mückenlarven. Dann gibt es noch die Sandmücken. Die sind ein bisschen bedenklich. Die kommen mehr und mehr auch nach Deutschland rein, seit ungefähr 20 Jahren. Das sind die Überträger einer anderen Parasitenkrankheit, der Leishmaniose. Und da gibt es verschiedene Formen. Die ich hier abgebildet habe, ist die sogenannte kutane Leishmaniose. Da infizieren die Parasiten die Fresszellen, die eigentlich die Parasiten töten sollen, und vermehren sich in diesen Fresszellen. Und die Fresszellen fressen dann quasi diese Wunde in die Haut permanent. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem, an der Hand weniger, aber wenn man das im Gesicht hat, kann man ganz arg entstellt werden von diesen Parasiten. Und dann gibt es die Gnitzen, die gibt es auch hier sehr oft. Ich hatte einmal 2 Gnitzenstiche gehabt, oder Gnitzenbisse, müsste man eigentlich sagen, und ist meine Hand auf das doppelte Volumen angeschwollen, nur weil ich ein paar Brombeeren am Neckar sammeln wollte. Und jetzt ganz zum Schluss natürlich die Stechmücken. Das ist das, worum wir eigentlich da sind, worum wir arbeiten, an was wir arbeiten. Und da gibt es 2 große Klassen. Die Anopheles-Stechmücke, die Überträger der Malaria, die aber auch Filarien übertragen. Filarien sind kleine Würmer, die sich in ihren Lymphknoten einnisten können. Und die verstopfen dann diese Lymphknoten, die Gewebsflüssigkeit kann nicht mehr abfließen und sie können dann ganz dicke Beine bekommen, die Haut verkrustet dann, es gibt dann die sogenannte Elephantiasis, also diese Krankheit, wo man ganz, ganz dicke Beine haben, oder wenn sie die Lymphknoten in der Leiste blockieren, dann kann der Hodensack anschwellen bis zur Fußballgröße. Von diesen Anopheles gibt es 400 Arten, 40 bis 60 davon übertragen Malaria und 3 davon haben wir auch in Deutschland. Plumbeus, Claviger und Maculipennis. Das heißt, wir haben die Mücken, die eigentlich die Malaria übertragen hat. Und Severina wird nachher noch darauf eingehen, dass es halt früher hier auch wirklich ein Problem war. Und da gibt es diese Aedes. Sehr richtig von den Griechen als unangenehm bezeichnet. Die sind nämlich Mücken, die auch am Tag stechen und die dann so ungesunde Dinge wie Gelbfieber, Dengue oder Zika-Viren übertragen. Die hier habe ich erschlagen in Pisa. In so einem kleinen Agriturismo. Und dann dachte dann irgendwann mal, nachdem ich die 30. erschlagen habe, jetzt erschlage ich nochmal 3 und mache ein kleines Foto, dann kann ich das vielleicht irgendwann mal zeigen. Und Sie sehen hier diese schöne Streifung der Beine, diese weiße Streifung. Deswegen heißen die auch Albopictus, weiße Beine. Und die dürfen Sie aber nicht verwechseln mit der Ringelmücke. Die gibt es bei uns auch. Die hat auch weiße Beine, die sind auch gestreift, die ist aber nicht ganz so schwarz. Also der Kontrast ist nicht so groß. Also keine Panik, wenn Sie in Ihrem Garten so eine Ringelmücke haben, dann ist es gar kein Problem. Was machen wir im Labor? Züchten wir diese Mücken. Wahnsinnige. Und da haben wir so kleine Plastikschalen, das ist das Äquivalent von ihren Regentonnen, wo die Mückenlarven wachsen. Und da haben wir aber im Gegensatz zu den Regentonnen von den meisten Leuten ein Moskitonetz drauf, dass die nicht abhauen. Und dann sammeln wir die ein und geben sie in diese Käfige, und in so einem Käfig sitzen dann ungefähr 200, 300 Mücken, mit denen wir dann arbeiten können. Was arbeiten wir mit diesen Mücken? Wir infizieren die zum Beispiel mit Malaria-Parasiten. Und da sehen Sie die Malaria-Parasiten in grün, in jedem dieser kleinen Bällchen, das ist eine sogenannte Zyste, entwickelt sich ungefähr 1000 Parasiten. Und wenn wir es den Magen raus operieren, dann sehen Sie unten diesen kleinen Ausschnitt, und wenn ich den Film abspiele, sehen Sie, wie so eine Zyste explodiert. Und diese Parasiten in die Blutbahn sozusagen der Stechmücke entlassen. Die wandern dann zur Speicheldrüse, von dort aus können sie wieder übertragen werden. Und an was erinnert es?
an den Pilzliebhaber, natürlich an diese Bovisten, ja, die sie im Wald finden können. Die sollten sie nicht essen, die sind schon ein bisschen reif, aber da können sie draufdrucken und sehen, dass die Sporen rauskommen. Und in Analogie dazu ist diese Form des Malaria-Parasiten auch Sporozyt genannt. Ja, und deswegen heißt meine Webseite vom Labor sporozyt.org. Die Fragen, die wir jetzt stellen, ist, wie vermehren sich denn diese Parasiten in den Zysten? Diese Zysten wurden, die Entdeckung dieser Zysten jährt sich im nächsten Jahr zum 125. Mal. Und wir wissen nicht, wie sich die Parasiten in diesen Zysten vermehren. Das ist verrückt. Wir wissen auch nicht, wie die aus diesen Zysten ausbrechen. Wir kennen so ein paar Eiweißstoffe, ein paar Proteine, die wichtig sind. Enzyme, die vielleicht bei der Verdauung von der Zystenwand eine Rolle spielen, aber den Mechanismus haben wir keine Ahnung. Wir wissen auch nicht, wie zum Beispiel die Parasiten sich in Mücken entwickeln können, die eine Resistenz gegen Insektizide aufgebaut haben. Das ist ein Riesenproblem in Afrika, dass man Insektizide ausbringt. Die Mücken werden resistent, von DDT kennen Sie das vielleicht. Und dann ist jetzt die große Frage, ja, was hat denn das für eine Konsequenz auf die Parasiten? Weil wenn die resistent sind, dann heißt es, die Mücke kämpft gegen irgendwas. Sie kämpft gegen diese Chemikalie. Vielleicht ist dieser Kampf gegen die Chemikalie auch schädlich für den Parasiten. Dann wäre es was Gutes. Jetzt habe ich so viel über diese Mücken da erzählt. Jetzt wollte ich aufhören mit einem Dia, wie sie sich vor Mücken schützen können. Und das ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Ja, da gibt es einen wunderschönen Stoff, das heißt, der ist isoliert worden aus dem Bacillus thuringiensis israeliensis. Dürfen Sie mich nachher gerne fragen, wie das entdeckt wurde. Und das ist ein kleines Protein, das können Sie kaufen. Ist hier ganz rechts dargestellt, in Ihrem lokalen Baumarkt oder beim Raiffeisen. Und das können Sie in Ihre Regentonne geben. Und wenn die Larven der Mücke das auffressen, dann zerlegt es deren Magen und es kommt gar nicht zum Schlüpfen dieser Mücke. Und die kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, ja, Schnaken hier, nicht Mücken, ja, die bringt es im Tonnenmaßstab jedes Jahr aus im Frühjahr, um diese Larven zu bekämpfen und schafft es jedes Jahr, Jahr für Jahr, im Oberrheingraben die Mückenpopulation um 95% zu supprimieren, ja, zu unterdrücken. Und ich glaube, der Rest ist selbsterklärend. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe so ganz langsam weiter an den Dominik und dann kriegen Sie eine ganz kleine Verschnaufpause. So, nachdem Sie jetzt alle zu ausgewiesenen Mückenexperten geworden sind, erzähle ich Ihnen etwas über die Erreger, die genau diesen Weg zur Übertragung nutzen. Und als Vertreter der molekularen Virologie Heidelberg rede ich da natürlich am liebsten, Sie ahnen es schon, über Viren. So, Moment, will noch nicht. Jetzt, okay. So, in der Virologie haben wir sogar eine Kategorie für solche Viren, die Mücken und Zecken zur Übertragung nutzen. Das sind die sogenannten Arboviren. Sie können es hier oben lesen. Und das ist ein Akronym aus dem Englischen und steht für Arthropod-Borne Viruses. Zu Deutsch übersetzt etwa durch Gliederfüßer getragene Krankheiten. Und zu den Gliederfüßern gehören beispielsweise Insekten, Krebstiere oder auch die Spinnentiere. Und das schließt dann beispielsweise auch die Zecken mit ein. Die Arboviren sind eine Gruppe von Viren, die nicht näher miteinander verwandt sind. Sie haben eben lediglich die gemeinsame Eigenschaft, solche Vektoren als Shuttle zu nutzen, um quasi von einem Wirt zum nächsten zu kommen. Bekannte Arboviren habe ich hier rechts aufgelistet. Sie sehen da beispielsweise das Dengue-Virus, das West-Nil-Virus oder das Gelbfieber-Virus. Und dabei fällt auf, viele Vertreter sind klassische Erreger von Tropenkrankheiten, aber das ist nicht ausschließlich so. Es gibt auch ein paar Vertreter, die Krankheiten in hiesigen Gefilden auslösen, wie zum Beispiel das FSME-Virus. Und da bleibe ich auch für einen kleinen Moment, denn das FSME-Virus ist ein Paradebeispiel für ein Virus, was sich im sogenannten sylvatischen Zyklus überträgt. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass normalerweise dieses Virus nicht zwischen dem Mensch und der Zecke zirkuliert, wie man meinen könnte, sondern zwischen Nagetieren, die in Wäldern und Wiesen leben, und eben der Zecke. Die Zecke beißt ab und zu einen Menschen, wenn wir in deren Lebensbereich eindringen, also beispielsweise beim Wandern. Aber
Wenn wir uns an Zeckenbiss infizieren, dann geht es uns, wenn wir die Krankheit bekommen, in der Regel schlecht. Wir bleiben zu Hause oder müssen im schlimmsten Fall ins Krankenhaus und sind dann an einem Ort, wo nie eine weitere Zecke sich wiederum an uns infizieren könnte. Der Mensch ist hier also ein ganz klassischer Sackgassenwirt. Das ist anders beim Dengue-Virus. Das Dengue-Virus ist ein Vertreter eines Virus, das den urbanen Zyklus zur Übertragung nutzt. Das bedeutet, der Mensch und die Stechmücke teilen sich hier einen gemeinsamen Lebensraum. Und der Mensch steht hier auch im Zentrum des Übertragungszykluses. Das heißt, ein Mensch kann eine Stechmücke infizieren und die Stechmücke wiederum infiziert den nächsten Menschen. Was ist der Unterschied? Vor allem die Fallzahlen. In Krankheiten, die eben aus diesem sylvatischen Zyklus herrühren, bleiben in der Regel verhältnismäßig selten. Beim FSME-Virus haben wir wenige tausend Infektionen pro Jahr weltweit. Und im Gegenteil dazu ist das Dengue-Virus eine sehr, sehr verbreitete, ein sehr, sehr verbreiteter Krankheitserreger. Ich möchte Ihnen die Dimension ein bisschen näher legen. Wir schätzen, dass sich jährlich etwa 300 bis 400 Millionen Menschen mit dem Dengue-Virus infizieren und davon 100 Millionen jedes Jahr symptomatisch erkranken. Etwa 500.000 Fälle hiervon verlaufen schwer, also so, dass sie auf jeden Fall eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus erfordern. Insgesamt resultiert das dann in etwa 12.500 Todesfälle pro Jahr und wir kriegen davon ehrlich gesagt gar nicht so viel mit. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Länder, in denen die Stechmücke verbreitet ist, in den Tropen liegen. Sie sehen es hier eben in Rot, also in Brasilien, im Amazonasgebiet, afrikanischer Regenwald, Indien, Bangladesch, Westpazifik. Das könnte sich aber durchaus ändern, denn das Verbreitungsgebiet der Stechmücke wächst jedes Jahr durch beispielsweise eben den Klimawandel und die steigende Bevölkerung der Menschheit. Wir haben vorhin schon so ein bisschen was gehört, wie man sich vor Erkrankungen, die durch Mücken übertragen werden, schützen kann, in präventiver Form. Und das gilt natürlich auch für das Dengue-Fieber. Sie sehen, lange Kleidung schützt, Insektenspray. Ganz wichtig ist auch, stehende Gewässer zu eliminieren. Das sind die Brutstätten für die Larven. Und intuitiv ist natürlich auch, Fliegengitter zu benutzen. Ich meine, das machen ja viele Leute auch schon hier, um sich vor gar nicht mal gefährlichen Stechmücken zu schützen, die nicht mal Krankheiten übertragen, einfach nur, weil es unangenehm ist. Und Netze zum Schlafen sind sicherlich auch hilfreich. Das machen die Leute in diesen Ländern auch. Und trotzdem gibt es noch Infektionen. Und wenn Sie sich infizieren, ich fasse es mal ganz einfach zusammen, haben Sie vermutlich in erster Linie grippeähnliche Symptome. Also Kopfschmerzen, Fieber oder eben halt auch Gelenkschmerzen mit Erbrechen. Wenn Sie Glück haben, bleibt es dabei und nach einer Woche geht es Ihnen wieder besser. Wenn Sie Pech haben, kommt es zu einer plötzlichen Verschlechterung der Lage. Der Fachbegriff ist hier eigentlich hämorrhagisches Fieber und Schock. Wenn man es ein bisschen lockerer formulieren möchte, sind es vor allem innere Blutungen im Magen-Darm-Bereich und Wasseransammlungen in der Lunge und im Bauch, sowie eben Blutdruckabfall, der potenziell lebensgefährlich sein kann. Wenn Sie so einen schweren Verlauf durchlitten haben, dann brauchen Sie auch noch mal eine Weile, um sich zu erholen. Auch diese Phase ist noch von Symptomen gekennzeichnet, beispielsweise Verwirrung oder einem reduzierten Herzschlag. Was kann man jetzt gegen das Dengue-Virus aktuell machen? Zunächst mal nicht wirklich impfen. Es gibt zwar einen Impfstoff, aber der ist eben nicht praxistauglich. Da möchte ich später noch ein bisschen darauf eingehen. Es gibt auch keine spezifische antivirale Therapie, die also direkt am Virus ansetzt. Sie können die Symptome behandeln, also beispielsweise Schmerzmittel gegen die Schmerzen einsetzen. Müssen dabei aber auch darauf achten, dass Sie zum Beispiel nicht Aspirin einsetzen, denn das wäre wirklich ein fataler Fehler, wenn es Richtung hämorrhagisches Fieber geht. Da würden Sie die Blutungen ja nur verstärken. Ruhe und viel Flüssigkeit ist wichtig und wie gesagt in schweren
Verläufen brauchen sie ein Krankenhaus, ist aber gar nicht so einfach. Wenn sie natürlich in solchen Ländern leben, da haben sie häufig einen weiten Weg. So, wenn ich von dem Dengue-Virus rede, dann ist das gar nicht mal so perfekt korrekt, sage ich jetzt mal. Im Prinzip müsste ich von den 4 Dengue-Viren reden oder in der Virologie benennen wir sie die 4 Serotypen des Dengue-Virus. Jetzt haben Sie vermutlich den Begriff Serotyp noch nie gehört. Sie fragen sich vielleicht, ist das so ähnlich wie die Varianten, die wir beim Coronavirus kennen? Da gibt es ja auch die Alpha, Beta, Gamma, Delta-Variante. Und meine Antwort ist so halb. Denn ja, auch beim Coronavirus und bei den Serotypen des Dengue-Virus erzeugen die jeweiligen Vertreter sehr, sehr ähnliche Symptome, sodass ihm beispielsweise ein Arzt nicht sagen könnte, ob sie jetzt gerade Dengue Serotyp 1 oder Dengue Serotyp 3 haben, bis er dann einen diagnostischen Test macht. Damit ist es dann eindeutig zu identifizieren. Und so ist das ja bei diesen Corona-Varianten auch. Aber jetzt kommt die Serotyp-Besonderheit. Denn die überstandene Erkrankung mit einem Serotyp, also nehmen wir jetzt hier beispielsweise den Serotyp 1, führt zu Immunität gegen diesen Serotyp. Allerdings nicht zu Immunität gegen die anderen Serotypen. Also um es sich nochmal in den Hinterkopf zu rufen, bei Corona ist es ja so, wenn Sie sich mit der Delta-Variante infizieren, haben Sie beispielsweise auch automatisch einen sehr guten Schutz gegen den Wildtyp oder die britische Variante. Und hier ist das anders. Und als wäre das alles noch nicht genug, kommt jetzt noch das nächste Level on top beim Dengue-Virus. Und das sind die infektionsverstärkenden Antikörper. Das wird ein bisschen komplizierter, deshalb machen wir das Step by Step. Wir nehmen hier einfach mal dieses Beispiel. Patient A wird von Dengue-Virus Serotyp 1 infiziert und hat danach Antikörper gegen Serotyp 1. Versuchen Sie so ein bisschen auf die Farbklassifizierung zu achten. Damit habe ich es versucht, so ein bisschen zu vereinfachen. Grüne Antikörper gehören zu grünem Virus und die anderen Serotypen haben dann andere Farben. So, also was passiert, wenn man sich ein zweites Mal mit einem Erreger infiziert? Das gilt übrigens auch für andere Viren. Naja, dann haben Sie Antikörper in der Blutbahn bzw. Immunzellen, die diese Antikörper herstellen können. Und die passen perfekt zur Oberfläche des Virus. Die stürzen sich da drauf und verkleben das Virus, etwas, was wir Opsonisierung nennen. Und diese verklebte Form wird dann von Fresszellen erkannt. Die sind spezialisiert darauf, das zu erkennen. Und die nehmen dann im nächsten Schritt dieses Konjugat aus Virus und Antikörper auf und verdauen es innerlich. Und damit ist das Virus perdu. Jetzt kommt der Dengue-Sonderfall. Und zwar, wenn Sie sich dann, nachdem Sie bereits zum Beispiel hier mit Serotyp 1 infiziert waren, ein paar Jahre später mit einem weiteren Serotyp infizieren, und den habe ich jetzt hier einfach mal blau dargestellt, dann passen nämlich die Antikörper aus Ihrer vorherigen Erkrankung hier nur so halb. Sie binden, aber sie binden nicht gut. Und die Fresszellen erkennen den Komplex trotzdem und versuchen, ihn aufzunehmen und zu verdauen. Dabei befreit sich dann aber das Virus aus diesem Käfig und ist dann in der Zelle drin, aber leider nicht tot. Wobei, streng genommen, ich muss immer aufpassen, Viren können gar nicht lebendig sein, aber das ist eine Spitzfindigkeit. Leider nicht dysfunktional, sondern eben so, dass es sich dann in diesen Zellen weiter vermehren kann. So, das hat massive Auswirkungen auf die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Dengue-Fieber. Erstmal müssen Sie nicht nur einen Impfstoff entwickeln, sondern eigentlich 4, nämlich gegen jeden Serotyp einen. Und dann ist die Gesamtschutzwirkung natürlich davon abhängig, dass Sie einen Schutz gegen jeden dieser Serotypen induzieren. Jetzt sind Sie ja alle durch die leidvolle Corona-Zeit zu Hobby-Virologen geworden und ich habe Ihnen hier oben rechts eine kleine Vergleichsbox aufgeschrieben. Da finden Sie die
Corona-Impfstoffe von AstraZeneca und eben auch die mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech mit ihren jeweiligen Schutzwirkungen. Und ich wollte mit Ihnen einfach nur dieses Rechenspiel durchexerzieren, was passieren würde, wenn wir ähnliche Schutzwirkungen hätten gegen die individuellen Dengue-Serotypen, was dann am Ende für eine Gesamtschutzwirkung rauskommen würde. Also, Fall AstraZeneca, etwa 80% Schutzwirkung. Hätten wir das eben bei unserem Dengue-Impfstoff, dann würde insgesamt nur eine 41%ige Wahrscheinlichkeit gegenüber dem Schutz aller Serotypen entstehen. Würden wir BioNTech-ähnliche Maßstäbe anlegen, hätten wir immer noch eine Gesamtschutzwirkung von etwa 81%. Wollen wir aber tatsächlich einen erstklassigen Impfstoff haben, wie eben jetzt die mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus und insgesamt eine Schutzwirkung von 95% erzielen, dann brauchen wir gegen jeden einzelnen Serotyp eine Effektivität von 99%. Da liegt die Messlatte enorm hoch. Und was Sie eben auch noch mit berücksichtigen müssen, ist, dass alles, was Ihnen bei der Gesamtschutzwirkung zu den 100% fehlt, nicht Leute sind, die einfach keinen ausreichenden Schutz haben, sondern es tritt der Fall ein, dass die Impfung rein theoretisch, wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, Ihr Risiko erhöht, einen schweren Verlauf zu nehmen. Denn das muss ich vielleicht noch anmerken, das habe ich vorhin vielleicht übersprungen, wenn Sie sich erstmalig mit dem Dengue-Virus infizieren, dann gibt es diesen Effekt der infektionsverstärkenden Antikörper ja noch nicht und die Folge daraus ist, dass die Erkrankung beim ersten Mal eher einen milden Verlauf nimmt. Wenn Sie dann aber diesen Fall haben mit den infektionsverstärkenden Antikörpern, dann ist Ihre Anfälligkeit, einen schweren Verlauf zu bekommen, drastisch erhöht. Das sollte man also um jeden Preis vermeiden und dementsprechend muss ein Dengue-Impfstoff besonders gut sein. Das hat momentan noch kein Impfstoff in dieser Form geschafft und deshalb ich hoffe, dass es tatsächlich auch irgendwann mal passiert, aber in der Zwischenzeit müssen wir einfach auf die Alternativlösung gehen und das ist aus meiner Sicht die antivirale Therapie. Also ein Medikament zu haben, was man dann im Akutfall gibt und was dann hilft. Und hier haben wir nicht mit den infektionsverstärkenden Antikörpern zu kämpfen, sondern mit der kritischen Komponente Zeit. Denn sobald die Infektion läuft, läuft die Uhr. Und was man dazu sagen muss, ähnlich wie beim Coronavirus, wenn Sie die kritische Phase eintreten, dann sind die Symptome vor allem gekennzeichnet durch ein überreagierendes Immunsystem und gar nicht mehr so sehr durch das Virus als solches, denn das ist dann schon eher wieder auf dem absteigenden Ast. Das heißt, da können Sie nicht mehr ansetzen mit antiviralen Medikamenten. Sie müssen frühzeitig attackieren in der Inkubationsphase, aber da spüren Sie ja noch nichts, aber realistisch eben in dieser fiebrigen Phase, wo das Virus noch am Ansteigen ist. Da dürfen Sie aber keine Zeit verlieren. Wenn Sie da so ein Spielchen machen, wie Sie müssen erst noch testen, welcher Serotyp vorliegt, weil Ihr Medikament nicht gegen alle schützt, dann sind Sie vermutlich zu spät dran und dem Patienten hilft das Medikament am Ende nicht mehr. Sie müssen wirklich gucken, frühzeitig das Medikament einzusetzen und es muss gegen alle Serotypen wirken. Am besten ist es, wenn der Patient das Medikament schon zu Hause hat und direkt anfangen kann mit der Selbsttherapie, sobald er die ersten Symptome spürt. Das erfordert natürlich hohe Sicherheitsstandards an das Medikament. Da darf nichts passieren, wenn sich der Patient beispielsweise versehentlich überdosiert. Und noch besser ist es, wenn Sie dieses Medikament zur Prophylaxe einsetzen können. Aber dafür gelten, wie gesagt, extrem hohe Standards. Und deshalb ist es wirklich auch für mich sehr schön tatsächlich, an einem Projekt mitwirken zu dürfen, das bisher die höchsten Aussichtswahrscheinlichkeiten hat, später mal in einem Medikament zu resultieren. Wir haben einen Inhibitor gefunden, also einen Wirkstoff, der die Interaktion zweier viraler Proteine unterbindet, sodass dieses Virus dann nicht mehr replizieren kann. Und weil die Interaktion zwischen zwei viralen Proteinen stattfindet und dabei keine
menschlichen Prozesse gestört werden, ist dieser Wirkstoff eben auch durch sehr, sehr wenig Nebenwirkungen gekennzeichnet. Man muss noch dazu sagen, bevor ich hier übergebe, dass bis zur Marktreife natürlich immer noch ein langer Weg ist. Die klinischen Studien laufen, aber der Wirkstoff muss, bis er zugelassen wird, natürlich auch an sehr, sehr vielen Menschen getestet werden. Und ich mache parallel weiter und versuche eben immer genauer zu verstehen, was in der Zelle tatsächlich abläuft, wie dieser Wirkstoff genau funktioniert. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann können Sie die mir später gerne stellen. So, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als wir dieses Paper in Nature letzten Monat veröffentlicht haben, dass es wirklich Wellen geschlagen hat, vor allem natürlich in der internationalen Presse, aber eben tatsächlich auch bis hier in die deutsche Presse hineingekommen ist. Das war schon ein richtig tolles Gefühl und auch irgendwie eine gewisse Wertschätzung der Arbeit. So viel dazu. Ich will nicht weiter Selbstlob hier verbreiten und deshalb übergebe ich jetzt an die Severina. Ja, liebe Gäste, wir gehen zurück wieder zu den Parasiten und wir reden jetzt ein bisschen weiter über die bislang wahrscheinlich älteste Krankheit, über die wir heute reden, die Malaria. Die begleitet uns, seit es Menschen gibt. Und Sie haben es vorhin schon gehört, obwohl wir bei Malaria eher so an ferne Orte denken, indem man exotische Reisen macht. Tatsächlich gab es vor nicht allzu langer Zeit die Malaria auch hier in Deutschland. Das hier ist eine Karte von 1895, die die Verbreitung bestimmter Infektionskrankheiten in Deutschland einmal aufzeigt. Und rechts unten sehen Sie hier die Ausbreitung des sogenannten Wechselfiebers. Das ist ein alter Name für die Malaria. Und Sie sehen, dass man durchaus gerade im Norden von Deutschland viel mit Malaria zu kämpfen hatte. Das ging bisweilen auch tatsächlich so weit, dass bei großen Malaria-Epidemien in Deutschland jedes zweite Kind betroffen war von Malaria und man damit rechnen musste, dass die krank werden. Jetzt wissen wir aber, heutzutage ist das hier kein Problem mehr in Deutschland und das ist so seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Und wir haben es geschafft, die Krankheit einzudämmen durch eine Mischung aus Begradigung von Flüssen, Trockenlegen von Brutplätzen und dem Einsatz von Insektiziden. Und das Gleiche gilt auch für Europa. Nur leider, trotz aller Anstrengungen, die wir im letzten Jahrhundert eben vollzogen haben, ist Malaria heute immer noch ein sehr großes Problem. Und circa die Hälfte der Weltbevölkerung hat tatsächlich immer noch ein Risiko, an Malaria zu erkranken. Das Risiko ist besonders hoch in Mittelafrika. Und hier kommen auch die größten Todeszahlen her. Wir rechnen immer noch jedes Jahr mit circa 400.000 Toten, die an Malaria sterben. Wobei die allermeisten von diesen Toten sind Kinder unter 5 Jahre. Aber was ist eigentlich Malaria? Wir haben es vorhin schon ein bisschen gehört. Als Malaria bezeichnen wir die Krankheit, die ausgelöst wird durch Infektion von Menschen mit den Parasiten, die zu den Plasmodium-Gattung gehören. Das sind sehr, sehr alte Parasiten, das sind einzellige Parasiten und sie sind ungefähr so weit wie möglich, wie Sie sich vorstellen können, evolutionär vom Menschen entfernt. Nun sind Menschen auch nicht die einzigen Lebewesen, die Plasmodien infizieren können. Es gibt zum Beispiel auch vögelinfizierende Plasmodien und gerade Zoos haben tatsächlich immer mal wieder mit Vogelmalaria zu kämpfen, weil gerade Pinguine sehr anfällig sind für die Vogelmalaria. Es gibt tatsächlich auch reptilieninfizierende Plasmodien und hier sind gerade kleinere Echsen betroffen. Und auch unter den Säugetieren sind wir bisweilen nicht die einzigen, die hier mit der Krankheit zu kämpfen haben. Es gibt viele Plasmodium-Spezies, die auch Nagetiere oder auch solche Nutztiere wie Wasserbüffel infizieren. Die Infektion mit Plasmodium-Parasiten beginnt, auch wie wir vorhin schon gehört haben, mit dem Biss einer infizierten Mücke. Bei Menschen sind das Mücken aus der Gattung Anopheles, die in der Dämmerung umherfliegen und eine neue Mahlzeit suchen. Da ist, wie Sie hier sehen, nicht jeder Biss direkt erfolgreich. Der Moskito, von dem Sie hier gerade den Rüssel sehen, wie er durch die Haut geht, muss erst einmal ein bisschen bohren und suchen und sich durch die Haut bewegen, bis er dann irgendwann ein Blutgefäß findet und seine Mahlzeit zu sich nehmen kann. Und bei jedem Mal, mit dem er in die Haut eindringt, setzt dieser infizierte Moskito Parasiten ab, die man in diesem Stadium eben Sporozoiten nennt.
Das sehen Sie besonders schön in diesem Film hier, wo Sie den Moskitorüssel mit Rot angemerkt haben. Und Sie sehen die kleinen, wurmähnlichen Parasiten hier in Grün. Und Sie sehen wirklich, bei jedem einzelnen Stich gelangen mehr und mehr von diesen Parasiten in das Gewebe hinein. Die liegen da nicht einfach passiv rum, sondern die sind tatsächlich sehr aktiv und wie Professor Frischknecht vorhin schon vorgestellt hat, sehr schnell und rasen da quasi zwischen den einzelnen Hautzellen umher. Und das machen sie so lange, bis sie hier, man sieht es so ein bisschen, ein Blutgefäß in etwas dunkler sehen. Und wenn sie es gefunden haben, werden sie schwupps abtransportiert und kommen in die Leber. In der Leber dringt ein einzelner Parasit erstmal in eine Leberzelle ein und dort vermehrt sich dann der Parasit weiter und von einem einzelnen Parasit werden erstmal 10.000 neue Parasiten. Diese neuen Parasiten, die man hier so ein bisschen sieht, so jeder blaue Punkt ungefähr, können Sie sich vorstellen, da kann ein neuer Parasit dann draus werden. Die werden von der Leberzelle dann freigelassen und kommen in das Blut und dort im Blut fallen sie dann die roten Blutkörperchen und das ist, was die Malaria dann auch wirklich ausbrechen lässt. Wir sehen hier ein wunderschönes Bild von einem Malaria-Patienten. Sie sehen die charakteristischen roten Blutkörperchen und hier in dem dunkleren Violett, in dieser Ringform, das sind eben die Parasiten, die jetzt innerhalb der roten Blutkörperchen des Patienten leben. Nachdem die Malaria assoziiert ist komplett mit den Blutstadien, sind die Blutstadien natürlich bei uns im Labor auch besonders interessant. Und ich dachte, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie man so etwas dann eben erforschen kann. In unserem Fall ist es so, wir bekommen von dem Roten Kreuz Spenderblut und dann können wir die aufgereinigten roten Blutkörperchen nehmen und mit unseren Parasiten infizieren und können sie hier in unseren Plastikschalen schön kultivieren. Und obwohl es Plastik ist, geht es denen da drin eigentlich sehr gut. Sie sehen hier wieder ein rotes Blutkörperchen und hier in der oben, so ein bisschen sieht es aus wie eine Hand, das ist ein Parasit. Und den können wir jetzt nehmen, wir legen ihn unter ein Mikroskop und wir können ihn wirklich über lange Zeit verfolgen. Sie sehen, der ist sehr lebendig, der geht hier, der springt rum wie so ein kleiner Flummi und entwickelt sich sehr gut weiter. Hier in den Blutstadien macht der Parasit eine sehr ungewöhnliche Art der Vermehrung, die sich Schizogenie nennt. Das Ganze geht los, wenn ein Parasit ein rotes Blutkörperchen befällt und dann ist er erstmal hier in einem ganz kleinen Bildchen. Sie sehen hier in Blau den Parasitenkörper und in Violett, das ist der Zellkern, da ist das genetische Material drin. Dann geht das Ganze erstmal eine Zeit, der Parasit entwickelt sich weiter. Sie sehen, der Parasit wird größer, der Körper füllt sich aus und es kommt dazu in etwas Schwarz, eine sogenannte Nahrungsvakuole. Da platziert der Parasit die Stoffwechselprodukte von seiner Nahrung ab. Und dann sehen Sie etwas, dass etwas Sonderbares passiert, nämlich auf einmal sehen Sie in einem Parasiten in einer Zelle drei Zellkerne. Wenn Sie sich jetzt zurückdenken an die Biologie, dann fällt Ihnen vielleicht auf, dass das etwas sonderbar ist. Denn normalerweise, wenn Zellen sich teilen, dann geht das von 1 nach 2 und in dem gleichen Moment wird der Zellkern auch geteilt. Das heißt, wir bekommen eigentlich immer nur eine Zelle mit einem Zellkern. Den Plasmodium-Parasiten stört das nicht sonderlich, dass er da ganz komisches Zeug macht, sondern der teilt seine Zellkerne fleißig weiter, bis man am Ende ungefähr 20 hat. Dann werden diese 20 Kerne genommen, als neue Tochterzellen verpackt. Das rote Blutkörperchen platzt auf und die neuen Tochterparasiten gehen wieder in die Blutbahn, wo sie innerhalb von circa einer Minute neue rote Blutkörperchen finden, um sie zu infizieren. Dieser Schritt des Platzen des roten Blutkörperchens ist eine der Gründe, warum wir bei Malaria bestimmte Symptome haben. Es ist, wie Sie sich vorstellen können, nicht sonderlich toll, dass da immer wieder rote Blutkörperchen platzen und den Parasiten in der Blutbahn will man auch nicht unbedingt haben. Und deswegen sind die charakteristischen Fieberschübe, das ist assoziiert hier mit dem Platzen der Malaria-Parasiten. Aber es passiert auch noch etwas anderes. Normalerweise, wenn Sie rote Blutkörperchen haben, dann sind das Gebilde, die Sie sich etwa vorstellen können, wie ein Pfannkuchen, der sehr, sehr locker und flexibel ist und rumflappert. Wenn jetzt der Parasit aber ein rotes Blutkörperchen befällt und sich weiterentwickelt, dann bläst dieses rote Blutkörperchen sich auf wie ein Ballon. Normalerweise werden solche verformten roten Blutkörperchen in der Milz aus der Zirkulation genommen und abgebaut. Das ist nicht gut für den Parasiten und dementsprechend möchte er es natürlich so gut es geht vermeiden. Wenn wir also einen Parasiten hier in der Zirkulation haben,
innerhalb eines roten Blutkörperchens, dann will der nicht in die Milz. Also was macht der? Naja, er schickt Eiweiße, Proteine aus, der baut das rote Blutkörperchen um und dann kann dieses rote Blutkörperchen sich an der Gefäßzelle festsetzen, bleibt an der Stelle, kann sich dort in Ruhe weiterentwickeln und kommt nicht in die Milz. Naja, leider ist, wenn wir einen Plasmodium-Parasiten im Blut haben, der nicht alleine, er bringt Freunde mit. Und diese Freunde machen das Gleiche und das führt dann im Endeffekt zu einem regelrechten Stau in den Gefäßen. Sie können das auch hier sehr schön sehen. Da sehen Sie ein Blutgefäß und innerhalb des Blutgefäßes die einzelnen Malaria-Parasiten, die das Rohr regelrecht verstopfen. Und das führt dann auch, wie ich Ihnen jetzt gleich etwas detaillierter ausführen möchte, zu einem der schlimmsten Symptome von Malaria, der Entwicklung, was man als zerebrale Malaria bezeichnet, mit neurologischen Folgen wie zum Beispiel Koma. Dazu möchte ich Ihnen hier erstmal ein Bild von einem normalen Gehirn zeigen. Sie müssen sich gar nicht groß wissen, was jetzt genau was ist, aber Sie können hier vielleicht sehen, das hat hier diese wunderschönen Rillenstrukturen, wie man so vom Gehirn kennt. Und um den Hirnstamm herum sind diese schwarzen, etwas leereren Stellen. Wenn wir jetzt ein Kind anschauen, das zerebrale Malaria hat, dann sieht das Gehirn nicht mehr ganz so normal aus. Sie sehen, die Strukturen innerhalb des Gehirns verschwinden, die Leerflächen um den Hirnstamm verschwinden auch und das Gehirn fängt sogar an, sich nach unten etwas in den Hirnstamm reinzuschieben. Und das Ganze kommt daher, dass wir eben auch im Gehirn diese sich arterierenden Stadien haben, die in die kleinen Blutgefäße gehen und dort geht dann das Immunsystem zum Beispiel hinein, es kommt Wasser hinein, die arterierenden Parasiten, die machen die Blutgefäße auch kaputt. Das heißt, es kommt noch mehr Wasser, das Hirn schwillt an, es passiert die zerebrale Malaria und die Leute sterben. Wenn wir einen Malaria-Patienten aber auch anschauen, dann sehen wir nicht nur diese asexuellen Stadien, die eben diese zerebrale Malaria und all die Symptome auslösen, sondern wir sehen immer mal wieder auch einen etwas komisch aussehenden Parasiten. Und das sind die sexuellen Stadien, die sogenannten Gametozyten. Es passiert nämlich immer wieder Folgendes. Manchmal will einer dieser asexuellen Stadien kein asexueller Stadium bleiben, sondern es entwickelt sich weiter in einen sexuellen Parasiten. Dabei gibt es tatsächlich eine männliche und eine weibliche Form. Und wenn jetzt ein uninfizierter Moskito auf diesen Malaria-Patienten trifft und er nimmt seine Mahlzeit auf, dann nimmt er mit seiner Blutmahlzeit nicht nur die asexuellen Stadien, sondern eben auch diese sexuellen Stadien auf. Und während die asexuellen Stadien im Darm des Moskitos alle umkommen, blühen die sexuellen Stadien so richtig erst dort auf. Die männlichen sexuellen Stadien exflagellieren und es entstehen diese dünnen, mobilen Zellen. Die fusionieren dann mit den weiblichen sexuellen Stadien und es bildet sich eine sogenannte Okinete, ein freilebender Parasit, der sich gut bewegen kann und der sich dann durch die Darmwand des Moskitos bohrt, um sich auf der anderen Seite einzunisten und diese charakteristischen Zysten, die wir vorhin schon gesehen haben, eben bildet. Und wie wir vorhin auch gehört haben, in diesen vielen Zysten, also Sie sehen hier, der Darm ist mehr oder weniger durchlöchert, da repliziert dann der Parasit ein letztes Mal. Es kommt zur Bildung von ca. 1000 neuen Parasiten, neuen Sporozyten, die irgendwann dann aus der Zyste ausbrechen, in die Speicheldrüsen gehen und dann mit dem nächsten Biss des Moskitos wieder jemanden Neues infizieren können. Und Sie haben vorhin gefragt, wer redet hier noch über Malaria? Hier in Heidelberg tatsächlich relativ viele Leute. Da ist zum Beispiel Professor Frischknecht, von dem wir heute schon viel gehört haben, aber auch Professor Wademann am DKFZ. Sie arbeitet an den Leberstadien und den Sporozyten, den Moskitostadien zum Beispiel zur Entwicklung für neue Impfstoffkandidaten. Wir haben Dr. Gisetti und Dr. Ganter, die sich beide mit der Replikation der Erreger im Blutstadium befassen. Professor Lanzer befasst sich mit der Zytoadherenz, die, wie wir eben gehört haben, auch die zerebrale Malaria auslöst. Und mit der zerebralen Malaria selber befasst sich Dr. Hoffmann. Und letzten Endes eben unsere neueste Kollegin im Team, Dr. Ingham, die sich mit den Auswirkungen der Parasiten auf den Moskito in den Moskitostadien auseinandersetzt. Und im
geistert das Thema Impfstoffe. Wir haben heute schon ein bisschen gehört, auch wir hätten gerne einen Impfstoff für die Malaria und es wird kräftig auch daran geforscht. Generell kann man so zwischen drei Kategorien von Impfstoffkandidaten unterscheiden, bei denen wir uns befassen. Das eine sind die übertragungsblockierenden Impfstoffe. Das sind Impfstoffe, wo praktisch der Parasit noch nicht mal aus dem Moskito rauskommt. Dann gibt es infektionsblockierende Impfstoffe. Da kommt der Erreger tatsächlich in den Menschen hinein, aber er kommt da nicht sehr weit. Er wird entweder in der Haut oder in der Leber abgepasst und kommt nicht weiter ins Blut. Aber letzten Endes, wenn das dann immer noch nicht möglich ist, dann gäbe es immer noch die Möglichkeit eines Blutstadienimpfstoffes, wo man zwar eine Infektion hat, aber im Endeffekt keine Krankheit mehr bekommt. Und wenn Sie ein bisschen die Zeitung oder das Fernsehen in den letzten Wochen verfolgt haben, dann haben Sie oder heute zugehört haben, dann haben Sie eben auch mitbekommen, dass jetzt der erste Malaria-Impfstoff tatsächlich auch von der WHO empfohlen wird. Und das ist dieser mit dem wunderschönen Namen RTSS. Es ist ein Oberflächenprotein, eben den Sporozoiten. Aber leider, wie wir auch schon gehört haben, hat es eine relativ geringe Effizienz. Das heißt, hoffentlich in den nächsten Jahren haben wir auch hier weitere Fortschritte. Und wenn wir dann irgendwann vielleicht noch einmal reden, dann kann ich Ihnen hoffentlich die neueste Generation der Malaria-Impfstoffe auch irgendwann mal vorstellen. Und das wäre es dann auch von meiner Seite. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Vielen Dank.